Du bist jetzt schon ziemlich lange in deiner Funktion als Bundestrainer. Du siehst jedes Jahr wieder neue Jahrgänge, die nachrücken und alles. Gibt es so Dinge, wo du sagst, das würde ich den Heimtrainern gerne mal mit auf den Weg geben, da müssen die mehr dran arbeiten oder verändert sich das, was du da jedes Jahr siehst? Mir geht es immer darum, dass auch in den Vereinen sehr viel grundlegendes Training gemacht wird. Dass eben auch dieses Spielen, Highball spielen, perfekt backern, laufen zum Ball, dass das eben sauber schlagen, der sauberen Schlagtechnik, dass das früh geschult wird und dass eben, wir spielen natürlich sehr früh schon auf hohem Niveau, wir spielen sehr viel in Deutschland, aber damit kommt die technische Ausbildung ein bisschen zu kurz. Da wünsche ich mir mehr, dass da die Coaches mehr auf Grundlagen Wert legen, denn das ist auch ein Key, um am Ende besser zu spielen. Nicht nur viel Spielen bringt eine Entwicklung, sondern auch die Grundlagen, die guten Bewegungen, die sauberen Bewegungen gut zu schulen. Das Pritschen und die Daumen, das sind auch so zwei Welten, oder? Ja, es kommt für viele Spielerinnen, die spielen halt ohne Daumen. Und ohne Daumen kann man heutzutage, ist schon schwer, einen guten Pass rauszukriegen, ja, auch als Mittelblocker. Mhm.